Liebe Zuschauer, sicherlich haben Sie es schon registriert. An der Wall Street in New York hat es gestern nochmal einen kräftigen Verkaufsdruck gegeben, der den Dow Jones Index dann letztlich mit einem Minus von 4,2% unter der Marke von 24.000 Punkten schließen ließ. Aber hier bei uns in Deutschland vollzieht man das gar nicht so sehr nach, obwohl es auch in Asien deutlich abwärts ging. Der deutsche Aktienindex hält sich relativ wacker im Vergleich zu seiner Schlussnotierung von gestern. Allerdings war es gestern auch hier mit dem DAX um 2,4% schon nach unten gegangen. Trotzdem, insgesamt ist der deutsche Aktienmarkt jetzt nicht so stark betroffen und wird nicht so stark belastet von dem Verkaufsdruck wie natürlich die US-Börsen. Aber das ist kein Wunder. Der Dow Jones Index war innerhalb von 15 Monaten um 48% gestiegen, dabei von einem Allzeithoch zum nächsten geeilt. Und das, diese Übertreibung, die sich dann natürlich auch aufbaute, die wird jetzt eben wieder abgebaut. Das ist kein Wunder, das sind an der Börse ganz normale Vorgänge. Das ist eine Frage der Bewertung, ganz unabhängig von den fundamentalen Daten, die ja im Moment doch sehr, sehr gut aussehen. Das ist eben dann auch mal eine technische Reaktion, die aber hier vom deutschen Aktienmarkt nicht so stark nachvollzogen wird, weil der deutsche Aktienindex sich eher maßvoll bewegt hat hin zu seinem Allzeithoch, was wir jetzt vor 2,5 Wochen gesehen haben, was bei 13.596 Punkten festgestellt wurde. Aber eine 10%ige Korrektur ist es beim DAX jetzt trotzdem auch geworden. Der Dow Jones Index liegt aber übrigens immer noch 28% über seinen Kursen aus dem November 2016. Also auch hier muss man das alles relativieren. Stärkster Gewinner im DAX ist aktuell übrigens die Infineon-Aktie. Ja, es gibt auch Gewinner mit einem Aufschlag von 1,7%. Volkswagen-Vorzüge mit 1% im Plus, Deutsche Telekom mit 0,6%. Und die schwächsten Werte sind die Lufthansa mit 1,5% Abschlag, RWE 1,5% Abschlag und die Commerzbank-Aktie verliert jetzt 2,1%. Wir schauen uns noch mal den DAX jetzt ganz genau an in unserer Übersichtstabelle. Das deutsche Börsenbarometer jetzt bei 12.241 Zählern, gerade mal mit 0,2%, ziemlich moderat im Minus. Der Dow Jones Index, wie gesagt, der hatte gestern deutlicher verloren. Und dann schauen wir auch noch mal auf die Euro-Notierung. Ja, der Euro jetzt auch nahezu unverändert. Und beim Goldpreis, da schauen wir auch noch mal genau hin. Wir haben jetzt eine Feinunze bei 1315 US-Dollar mit 0,3% im Minus. Also auch bei den Edelmetallen ist nicht allzu viel passiert. Die Ölpreise sind übrigens leicht gestiegen, aber auch hier kaum Veränderungen im Moment.